Wunderschönen guten Morgen! Morgen! Island! Wir sind noch in Reykjavik. Wir haben sehr gut geschlafen. Obwohl das Zimmer jetzt nicht sehr cool war. Es sah jetzt nicht so super aus. Aber hey, ehrlich gesagt ging es mir jetzt erstmal auch nur um ein Bett. Und alles andere, was cool wäre, ist hier auf Island zurzeit zumindest irgendwie nicht bezahlbar. Es war alles sehr, sehr teuer. Egal. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt. Dreimal dürft ihr raten. Natürlich einen Kaffee trinken. Viertel nach neun. Und so langsam könnte man sagen, dass die Sonne bald irgendwie aufgeht. Wobei ich glaube, dass sie heute nicht wirklich aufgehen wird. Es wird sehr, 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 sehr spät hell. Was für uns als gerne Schläfer, nenne ich uns mal, nicht schlimm ist. Weil, ja, also vor neun wird es ja auf jeden Fall nicht hell. Das heißt, wir können immer schön ausschlafen und rausgehen zum Fotos machen. Ich hoffe, die Wettervorhersage ist jetzt nicht so gut für die nächsten Tage. Dass es halt dennoch hier und da mal ein bisschen aufklart und wir vielleicht ein bisschen Sonne, ein bisschen Sonnenaufgang, ein bisschen Sonnenuntergang bekommen. Die blaue Stunde abends habe ich gestern schon gesehen. Richtig lang, über eine Stunde. Sehr, sehr geil. Jetzt muss natürlich nur noch morgens der Sonnenaufgang ziemlich gut sein. Wir haben noch ein Flat White bekommen, bevor wir gleich die Stadt verlassen und wahrscheinlich auch der letzte Flat White für eine Woche. So, wir haben unsere Recherche bereits betrieben. Das bedeutet, wir wissen jetzt eigentlich auch, wo wir hin müssen. So, schaut euch mal an. Hier, meine Islandkarte ist voller Spots, die ich besuchen möchte. Ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes dahin. Da nicht. Da. 45 Minuten. Und kennt ihr das eigentlich? Bei Google Maps ziemlich geil, kann man mittlerweile Listen speichern. So, ich liste Island. Come back, come back.
Das war doch mal ein ziemlich cooler Start, ey. Ich muss mich ganz ehrlich gestehen, dass ich bisher, also die ersten 6 Stunden, die wir jetzt unterwegs waren, nicht so ganz begeistert war. Ich dachte dann so, hä? Habe ich jetzt schon zu viel von der Welt gesehen, dass es mir nicht so ganz gefällt? Oder was hatte Instagram damit natürlich auch so zu tun, ne? Was hat diese Instagram-Welt, diese ganzen Instagrammer, wie sehr bearbeiten sie ihre Bilder, dass Island so aussieht, wie es aussieht? Aber ich muss sagen, so langsam kommen wir so in die Gegend. Also, oder? Ja, endlich. Was sagst du? Also, ich habe gerade gesagt, dass ich bisher eher so enttäuscht war und jetzt so langsam nicht so, hey, das ist schon echt ziemlich cool. Ja. Ja, es wird cool. Also, es wird cool. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten paar Tage und geiler Start. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Was geht denn bitte? Wir hatten den anderen Wasserfall für uns alleine. Zum Schluss war ein Pärchen da. Und das ist so gar nicht mal so weit weg von hier. Und hier sind, weiß nicht, 10 Busse und 100 Autos und so viele Menschen, dass ich glaube, gar nicht mal Bock habe auszusteigen. Scheiße. Ich glaube, das ist so einer dieser Orte, da fahren wir einfach die Tage hin, morgens, und hoffen darauf, dass wir den Ort für uns alleine haben. Aber, ja. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wir kommen hier einfach die Tage nochmal hin. The world in action, what we can be. Ich schau das mal an, die Wasserfälle, die fließen nach oben. Ja. Es ist so unglaublich windig und es herrscht so ein unglaublicher Druck in diesem Auto. Das ist der Wahnsinn. Also, wir werden die ganze Zeit im Auto fahren, so zur Seite gedrückt. Das ist echt total krass. Und schaut euch mal bitte an, wie das Auto wackelt. Ja, warte. Okay. Schaut mal, wie es wackelt. Leute, ist das krass windig. Mein lieber Scholli, ey, das war jetzt echt crazy. Fuck, das ist so krass. Gerade eben, als ich hier einfach, ich bin einfach reingefahren und hier war kein einziges Auto. Und jetzt sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Autos stehen hier. Und der eine oder andere, der ist einfach so ignorant, ne? Ich stand da voll lange, hab gewartet, bis die Pferde auf mich zukommen. Und manche Idioten, die springen einfach rüber über den Zaun oder klettern da drüber und gehen aufs Feld drauf zu den Pferden und so. Das geht eigentlich, das geht nicht. Also das ist halt eben, das ist immer das, das regt mich so richtig auf. Ich habe voll viel Geduld, ich gebe mir Mühe, dass die Pferde zu mir kommen. Ich stelle mich einfach nur dahin und warte darauf. Und dann, manche Leute nehmen sich das einfach, was sie wollen. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Aber das ist krass, wie windig das ist, ey.
Kein Wunder, dass die Türen hier rausreißen von den Autos. Wahnsinn. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Oh. Oh. Geschafft. Mega. Umi heißt das Ganze. Und liegt hier wieder wie alles, so mitten neben mir. Oh, mega krass. So, irgendwie dann doch wieder ein langer Tag. Das ist jetzt, nee, stimmt nicht, das ist 3. Hat sich aber wirklich lang angefühlt. Es ist sehr anstrengend zu fahren. Wir sind, ich glaube, 4 oder 5 Nächte in diesem Hotel. Und das ist unsere Base auf Island. Und wir werden nur diesen kleinen Teil von Island anhören. Also wir sind in der Nähe von Vík. Das ist so 30 Kilometer von hier entfernt. Und wir werden so einen Radius von so 2-3 Stunden in den nächsten 4-5 Tagen Island erkunden, zumindest den Teil. Und wir haben uns entschlossen, dass wir hier nicht durch Island rasen werden und versuchen hier die Ringstraße in irgendwie 6 Tagen durchzufahren. Und dann haben wir nochmal einen Grund, irgendwann wiederzukommen, weil es uns gefällt. Ich war am Anfang leicht enttäuscht. Also bis so zum zweiten Stopp, was machen die hier alle so ein Fass auf? So langsam verstehe ich's. So langsam. Ich denke mal, die nächsten paar Tage werden noch ein bisschen besser. Und jetzt wird entspannt, vielleicht mal einen Drink getrunken für ganz viel Geld. Ich hab gerade mal... Das Ding ist, man hat hier keine Wahl, ne? Man hat ja keine Wahl. Wir sind hier so am Arsch der Welt. Ich glaube, hier gibt's nicht mehr so viel. Also wir müssen im Restaurant, also hier im Hotel essen. Und ich habe gerade mal so ganz grob mal so die Preise in den Rechner gepackt von meiner Island-App hier von Marc. Also Island Ringstraße heißt die App. Übrigens sehr, sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Ich zeige sie euch. Das ist die App. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ziemlich cool. Zeigt mir, was hier so in der Nähe gerade ist. Und die Vorhersage für die Nordlichter heute. Auch sehr geil. Kann man quasi einen Alarm machen. Hier habe ich gerade... Also mache ich nicht, ne? Weil sonst bekommen das die ganzen anderen Nutzer. Aber da wurden gestern Abend... Nordlichter gemeldet. Sehr, sehr cool. Und natürlich hat es auch irgendwie, weiß ich nicht, E-Books und Touren. Kannst du hier, ISK, eine normale Mahlzeit. Hat 55.000 kostet. Das ist ganz schön viel. Ganz schön viel. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ja, das wird ganz schön teuer hier zu essen. Man hat ja nicht wirklich so viel Wahl. Ich werde gleich mal schauen, ob es hier irgendwie vielleicht irgendwo in der Nähe ein Restaurant gibt oder vielleicht mal einen Plan machen, dass wir morgen vielleicht woanders essen. Sehr krass. Island ist halt eben teuer, ist halt keine günstige Destination. Der Mietwagen, der ist eigentlich recht günstig, muss ich sagen. Und Upgrade haben wir auch noch bekommen, da haben wir richtig Glück gehabt. Ich würde sagen, Chili Vanille, vielleicht noch was trinken und dann was essen und dann war's das. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, bis zu einem schönen Tag und nicht vergessen, stay wild. Bis morgen. Tschüss.